So, herzlich willkommen bei Spieler der Woche knapp vorbei. Das ist die 15. Ausgabe. Links von mir der Wohan, Der Enrique. Ja, Zottel. Guten Tag. hallo. Hallo. Ja, warum machen wir ein Video? Eigentlich wäre das letzte Woche gekommen und heute ist noch STW von Plenum. Montag heute. Und weil das Update noch kommt und ich heute und morgen keine Zeit habe zum Streamen an für sich selbst, beziehungsweise morgen und übermorgen, machen wir ein Video. Ja. Es sind 11 Replays, die ich vom lieben Joel da bekommen habe. Ich habe die Videos nicht gesehen, auch Warren hat sie nicht gesehen, aber beim Hochladen habe ich, ja, die Endergebnisse gesehen und da muss ich sagen, da sind gewisse darunter, wo, ja, ich bin gespannt, ja. Ich habe dann noch Legend Jesus gelesen und da freue ich mich sehr drauf. Bin ich gespannt und ja, da bin ich ganz ehrlich, ein kleiner Fan, ja. Ich bin ein kleiner Fan von ihm, ja. Nur leider fährt er nicht mit einem TD, ja. Leider Ui, fährt er nicht mit einem TD. Nee, ich das weiß es geht so nicht mehr nicht. auswendig. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Aber ich lasse mich überraschen. Ja. Bin gespannt. Ja. So, ja, ich würde sagen, legen wir los. Ne? Es sind doch Jo. 11 Replays. Wir machen auch keine Abstimmung. Und das geht natürlich schlecht bei einem Video. Aber ich denke, ihr könnt ja da euch selbst eine Meinung machen. Ne? So, wir Kann ja fangen an. jeder als Kommentar dann schreiben, welches Replay er am besten fand. Genau. So, das ist der Barbecue-Shooter. Ich nehme mal an, das sagt man so. Ich denke schon, auf jeden Fall ein nicer Name. Na? Ja, ich. Was? Keine Ahnung. Wenn, soll er es mir schreiben, wie man es richtig ausspricht. Ne? Aber ich bin gespannt. So, Objekt 704 TD, das ist. Mir gefällt das. Momentan, ich bin sowieso auf dem TD-Trip. Irgendwie hat mir das Ganze ein bisschen angetan. Ja, PDs sind ja an sich keine schlechten Fahrzeuge und auch keine, die keinen Spaß machen würden. Je nachdem halt, aber auch wie das Team mitspielt. So, Faust, Herrschaft. Was hat der als Gegner? Das hat wehgetan, Ja, das. Ja, ich wollte schon ne? sagen, geht der Fisch Ja, er auf, war das jetzt ist ein bisschen halt. krass gewesen. Er hat Support. Er hat schon Support. Ja. Aber, Mein DPM technisch kann der ja auch ganz klar traden, so ist ja. es nicht. Und da macht die IS-2, ja. Die IS-3. Er hat. Wenn er tradet, keine Chance, ja. Na klar. IS-3 hat ja eh relativ wenig DPM. Schön eingeaimt. Und Ja. zack. Und bam. So, IS-3 ist gleich raus. Der eigene Löwe spielt recht aggressiv, muss man sagen. Ja, aber dadurch gibt er jetzt auch einen schönen Schuss auf den IS-3. Sehr schön. So, schon 3 Schüsse, ne? 1008 auf dem Zähler. So, Nummer 4. Ja, doch. Ja, Ja, oh, genau. Ach. 720 du. Nice, Iro. Ja, jetzt fährt Das der tut natürlich weh, vor, he? Ja, also für den ne? Löwen. Ja, klar. Jetzt geht der Und schon jetzt ist. aggressiv, aber er hat ja Support, ne? Also er ist ja wirklich nicht Problem ist wirklich. halt, dass schon das Team ein bisschen arg wegstirbt, ne? Oh. Er war halt nicht offen. Ja. Aber er dreht sich, das ist schon mal gut. Ja, hat halt gesehen, dass von hinten jetzt die ganzen Gegner kommen. So, zack. Ja Schade. gut, hat halt natürlich die Kette getroffen.
Aber er zieht das Adrenalin nicht. Er zieht das Adrenalin nicht. Na gut, werden wir sehen. Vielleicht bringt was. Vielleicht bringt es auch nichts. Also, kann sein, dass er sich das aufhebt. Aber, ja, jetzt hat er es nämlich gezogen. Der wollte da ja, jetzt. Schon okay. Reinschießen. Ja. Na gut, bist du wiggeln? Jetzt ein bisschen hin und her zu wackeln, aber auf die Entfernung bringt es eigentlich nicht viel. Jetzt weiß er, dass er Reload hat. Gegen den Neuen. Oh, jetzt hat das er aber. Glücklich. So, der nächste hat den nochmal oder anstupsen, ja genau. Tack. Yes. So geht es auch, ne? Mit Händen und Füßen sozusagen. So, ja, der bietet sich jetzt auch nochmal schön an, nochmal eine schöne HE. Oh. Und angezündet schmeckt. 9,63 schnell gedrückt. Du. Das schmeckt. Sehr schön gemacht. 6. Ja. Das ist jetzt. Das war eine Runde. Der hat fast die Hälfte selbst geschossen. Mehr als die Hälfte sogar. So, die Roten. Der Standard B. T55, der WZ. T49, die S3 und der Löwe. So, sein Team war der Einix Löwe. Ui. Nochmal Löwe. Ui. Standard B. Und WZ. Und T54. So, also ich denke, es ist mehr oder weniger eigentlich ausgeglichen gewesen, ja. Aber sehr schön gemacht. Also ich muss sagen, er hat es ganz gut gespielt. Er war vorsichtig. Er war am Anfang, hatte ich jetzt das Gefühl, er ist, ja, er muss ja halt einen Busch suchen, ne? Na klar. Aber er hatte ja Support, also im Endeffekt alles okay. Also er hat es eigentlich richtig gemacht und das hat sich irgendwie ausbezahlt. Also, ja klar, man muss einen CD nicht immer passiv spielen, indem man hinten im Busch steht und nichts macht. Man kann auch aggressiv mit einem CD fahren, man muss nur wissen wie. Ja, also an für sich selber muss ich sagen, hat es wirklich gut gemacht. Und 6K machst du ja auch nicht alle Tage, ja, mit diesem Panzer. Ja. Das stimmt. So, dann haben wir eine V215B. Ein von FOZ. Match Banana. Auch also manchmal muss man wirklich sagen, ne? Wenn ich so meinen Namen angucke und dann wie kreativ manche sind, da denke ich mir, wäre ich damals auch kreativer gewesen. Jetzt hat er irgendwie. Ach Mann. Keiner hat's gesehen. Keiner hat's gesehen. Nein. Alle kurz die Augen zugemacht. Jetzt hat er irgendwie ein Problem. Jetzt hatte das Spiel irgendein Problem. Blitz in der Nutshell. So. Ach Mann. Jetzt nochmal alle kurz Äuglein zu. So, nochmal. Match Banana. Ganz links. Ja. Genau. Hatte ich. So, irgendwie hat es geklemmt. Irgendwie hat es geklemmt. Ihr habt das Endergebnis noch nicht gesehen. Nee, also. So, okay. Na, ja, jetzt Kohle. Motorboost erstmal. Schön an die Mitte fahren. Und dann halt Pull Down. Und gib ihn. Relativ offene Position süß, ist erstmal. Ja. Wollte ich jetzt gerade sagen. Schade. Hinten, wenn halt links ein TD steht, dann war es das, ne? Ja gut, der müsste halt auch treffen, der TD. So, schön, lange geaimt, ein schöner Blendschuss. Der ist vermutlich reingegangen, würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest hat er den Panzer getroffen. Das war auch ein schöner Blindschuss. Er spielt halt mit den Hitmarkern. Also, wenn er
Er wusste jetzt, wo der andere ungefähr gestanden haben muss, und dann hat er da halt einen Blindschuss drauf gemacht. Kann man beim 8 Sekunden Reload eigentlich machen. Man spielt schön über den Turm. Musst du auch mit dem Panzer. Also Support hat der ja. Ja. Ah, Na das gut. war jetzt zu offensichtlich ein bisschen, ja. Ja. Hat auch gar nicht geguckt, das hätte vom Winkel wahrscheinlich gar nicht geklappt. Sehr Was schön in schön, die Seite ja. rein. Schauen gleich noch einer. HE würde da jetzt gehen. Ja, Und er den ist sich Turm halt nicht von sicher wegen hinten? dem Busch, denke ich mal. Ja, gut, ja. Und dann machst du lieber safen Schaden, anstatt dass du dann irgendwie einen blöden Winkel kriegst und dann nur 100 Schaden machst. Wow. Nice. 500er, du. Der weiß nicht mal, von wo aus diese Schellen kommen. Ja, klar. Er Der ist Mensch, nicht der offen. ist Er ist vermutlich nicht auch ein. offen. Er weiß, dass da noch der Kind. Ah, Ja, jetzt dann. jetzt, ja. Jetzt muss er runterfahren. Aber Ja. der Spielermensch, ne? T22, der wird leiden jetzt. Ui. Ja, der wird leiden. Jo. Ein guter fährt halt jetzt drauf, weil Ja, muss ja fast, ja. Damage ist Damage. Naja, der T22 weiß aber auch nicht gerade, Uff. was er macht, ne? Ich glaube, er ist sich So, da nicht. noch einer. Oh, schade. Na. Und jetzt dreht er sich und dann geht's weiter mit dem Spaß, ne? Er macht alles aus der Ferne, also. Hm. Ja, warum sollte er sich da reinzwängeln, wenn es Ja, bringt ja klar. alles für was, ja? Wenn's auch so klappt. Ja, gut. Gut, das sind jetzt Schüsse, wo man einfach sagen kann, okay, die waren jetzt für die Katz, Leichte. ja. Zu Da ist es optimistisch, dann das so nach Ganze. fair, genau. Dafür da eine schöne HE jetzt reingesetzt und hier gleich nochmal. Oh. Ja, nicht Ja geämmt, gut, hä? bisschen aimen muss er halt schon, ne? Ja, also so einfach geht's nicht. Ja. Bisschen aimen. Ja. Weil wenn er muss jetzt aufpassen, ne? So Ja. viele Hitpoints hat er selbst jetzt auch nicht Ne. mehr. Doch recht viel mit HE und so, das gefällt mir dann wieder. Na gut, beim Leopard weiß er das, ja. Na klar. Aber der sieht jetzt natürlich nur noch rot, ja. Hast du gesehen, er hat ja irgendwie einen Punkt gesucht, ja, wo er schießen konnte, Na. aber da ist alles rot, ja, am Turm. Da kannst du, das kannst du vergessen mit deinem Leopard, ja. Ja. So, zumindest mal zwei One-Shots. Drei, wenn er Glück hat. So, da. Ah. Ja, gut, Ja, ein bisschen kannst verzogen, probieren, du aber. kannst es probieren, Ja. aber die AP gehen ihm aus, ja, wenn er so weiter schießt. Das ist eher das Problem. So, jetzt aber. Ja. Sag tschüss. So, jetzt noch zwei. Schön, 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 zack. Sehr schön gemacht. Ja, jetzt haben sie das Problem wegen der. Wegen dem, ah nein, sie haben den Cap-Vorteil. So, die anderen zwei liegen da hinter dem Stein, ja? Ja, dann macht jetzt auch einen Bleischuss rein. Ist jetzt aber offen. Im Prinzip ist es gar nicht nötig, dass er noch ein Risiko eingeht. Er könnte Ja, jetzt ein klar. B rein und sagen: Okay, Ja, das hat gut. er, das war jetzt vielleicht nicht gewollt. Ja, das war vielleicht aus Versehen da Vielleicht drin drin. beim Touch, ja, der. Hm.
ist er auf den Abschuss gekommen. Aber eigentlich müsste er jetzt kein Risiko mehr eingehen, ja? Bisschen gierig halt, ne? Was jetzt den Schaden angeht, weil... Ja? Jetzt ist halt nochmal kritisch, ne? Ja. Jetzt ist es wirklich... Schade. Er hätte das Risiko nicht eingehen sollen. Naja, er hat jetzt nochmal 1000 Schaden oder so gemacht, ne? Ja, schon. Muss man auch dazu sagen. Aber? Und er scheint ja trotzdem zu gewinnen. Er sagt ja auch Just Sit. Also, solange der Teammate jetzt einfach A quasi deft, ja, dürfte das kein Problem sein. Hm. Ja. Ja, aber das hätte auch schief gehen können. Ja, das hätte schief gehen können. Wow. Ja. Aber 8-4. Ja, alter Schwede. 2 Nuller noch im Team gehabt. Machi Machi. Ja. 1800 Basis-XP. Er hat auf jeden Fall mehr wie die Hälfte auch, also fast 60% vom Plan gemacht. 8-4 von 14.000, das ist schon krass. Schon eine Hausnummer, ne? Ja, ganz klar. Also, aber hat trotzdem, hat er, also sicher 4 Schüsse hat er versemmelt, ja? Ja. Das ist, mein Schaden ist ja nicht alles. Also ich denke, ja, da genau hätte er, ich denke sogar, wenn er seine 4 Schüsse nicht versemmelt hätte, er wäre mindestens nochmal 1000 Schaden mehr gehabt. Er wäre auf 9,5 gekommen oder so. Ja, aber genau deswegen ist das, denke ich, auch in knapp vorbei. Also es war, das ist ein extrem krasser Schaden, ja, und extrem krasser XP. Aber es waren trotzdem so Sachen dabei, wo man sagen muss, die müssen einfach nicht sein. Ja. Beziehungsweise, man kann es machen, aber dann nicht so oft. Also wenn man einmal einen Bleischuss oder so versucht, okay, aber wenn du da irgendwie 20 Mal ins Nichts feuerst, dann ist es auch nicht unbedingt. Mhm. Das war. Ja, aber an für sich selbst hat er gut gespielt. Einfach am Schluss noch ein bisschen unnötig Risiko eingegangen. Also das ist meine Ansichtsweise, ja. Ich glaube, ich wäre auch rangefahren, einfach wenn ich schon wüsste, ich habe schon so und so viel Schaden. Also dann hast du mal 8000 Schaden, weißt du, wie ich meine? Ja, logisch, dann natürlich aufs Ganze gehen dann. Ja. Ja. Na gut. Ja, Match Banana von FUZ. So, und jetzt haben wir ein FV der 4005 von WG Project. Und zwar ein Well-Spieler. Ja, mal gucken, ne? Alle, alle in die Mitte. Theoretisch, du könntest da beim Crossen einfach, also auch von der anderen Seite, einfach reinfallen, du würdest safe was treffen. Mhm. Es macht nur irgendwie niemand, weil dann gehst du halt auch auf viele, sagen wir mal, oft hat man ja das Glück, dass man beim Crossen nicht gespottet wird, wenn man wirklich ganz am Rand fährt. Je nachdem halt auch nach Stufe und nach Panzer im Gegnerteam. Und wenn du halt schießen würdest, dann würdest du ganz klar aufgehen und dann würdest du dir halt irgendwie auf den Haufen fressen. Hat ihn angezündet. Und tschüss. Okay. Ja, das war eine kurze Runde für den. Aber es sind auch schon 2 Vermeigen im Team raus. Oh, schau mal. Sag schön, oh, das war. Kette. Ja. Das kann man jetzt noch einmal. Na, hat er nicht gemacht, okay. Ja, er muss halt diesen Reload überbrücken, aber er ist gleich voll. Ja. Aber das Problem ist halt auf seinem Panzer ist ein Hochhaus, ne? Ja. Also es einmal ist, wie man hier sieht, einmal ein Vorteil, aber es ist halt auch ein krasser Nachteil, gerade wenn dann die Gegner mit Haie auf dich drauf fallen. Nein, 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 nicht auf den Leo. Schade. Ja, gut. Ja,
hätte vielleicht ein bisschen geduldiger sein können. Oh, jetzt hat er noch. Hast du gesehen, was dort noch ist? Sein Teammate ist halt auch jetzt. Sein Teammate ist halt auch jetzt gut. Was er halt jetzt macht, ist rotieren. Beziehungsweise er wusste, dass jetzt einer da mitkommt und jetzt mit so, einmal, zweimal. Ah, schade. Schade. So, wenn der FV jetzt noch hilft. Ja, von dem flieht er. Dann ist der Leo raus. Also das wird gleich richtig wehtun, ne? Oh. Echt jetzt? Der hat aber auch ein bisschen Glück, der Leon. Der hat die Kette erwischt. Mhm. Aber jetzt ist er auf. Der Kuckuck. Der guckt auch nur durchs Zielfernrohr. Und tschüss. Wahnsinn. Oh. Ja, jetzt muss er weg da. Er ist aber gerade vor dem richtigen Moment geflüchtet, ne? Jetzt frisst er sich den Schuss. Ist halt jetzt one hit für alles. So, aber eine Haie. Die nächste Haie. Drehen und ESDM rufen. Ja, der E6 kann sich noch eine. Eine fressen. So, jetzt Schuss. Schön auch, dass er nicht in den Reload gegangen Perfekt. Ist. Perfekt. Der wird ihn noch aufnehmen. So, und der Jagdpanzer E100 ist in der Mitte. Jetzt muss er eigentlich nur von Distanz quasi gehen. Also mit Distanz gehen. Wow, geht wie gut. Das sei mal so dahingestellt. Oh, schau mal. Ui. Ah. Voll ist der noch. Ne? Ja. Das ist ein Problem. Er versucht ihn jetzt nicht ernsthaft zu baiten, oder? Doch, er versucht ihn zu beten. Ah, jetzt hat er den Schuss gehört. Nein, nein, das war nicht. Achso. Das kam ich vom. Schon sagen. Ja, er macht ihn halt nicht auf, ne? Mhm. Da ist halt noch der Busch dazwischen. Ja. Hm. Ja, schwierig, ne? So, da jetzt aber auch nicht. Theoretisch muss jetzt einfach nur einer hinten dran fahren. Mhm. Und dann war's das auch. Aber da muss halt auch erstmal hinkommen, ne? Da wird es jetzt aber, glaube ich, einfach probieren. Am besten sein Teammate macht jetzt auch mal Lauf, genau. Schön benutzen. Die Zeit rennt halt so langsam, ne? Oh, jetzt hat. Warte. Und jetzt, okay. Er hätte auch jetzt versuchen können, hinten dran zu fahren, aber scheinbar interessiert sich der 100 gar nicht wie. Und dann drückt er ihm halt rein. Ne? Ja, jetzt hat er einen Fehler gemacht. Der hätte vorfahren müssen. Oh, aber. Oh. Das war jetzt aber klar. Ja. Sehr schön. Trotzdem schönes Teamplay am Ende. Aha. 8-1. Und 8-1 lässt sich auf jeden Fall auch sehen. 1857 Basis XP. Nochmal 20 mehr als Match Banana. Ja, klar. Wieder, boah, schon deftig. Ich frage mich schon. Nur bei der Runde wundert es mich jetzt wirklich, was da knapp vorbei ist. Also ich habe da jetzt sehr wenig gesehen, was ich kritisieren könnte. Ja. Okay, warte, schnell, schauen wir schnell die Roten an. Na gut, das könnte vielleicht sein. E7, Jagdpanzer E100, E100, Grille, AMX. Und Hori, sein Team,
3-6. Er hat es erstaunlich gut gemacht, ne? Dafür. Eisendose, ja. Der Kinderwerfer, dann sein Teamkollege, der Alpha, Sheridan und Grille. Er ist schnell geplatzt. Ja. So. Also wirklich, also Fehler habe ich nicht gesehen. In dem Sinne. Ja, man kann dann vielleicht sagen. Er hat jetzt beim Leo hat er Pech, weil er mit HE in die Kette getroffen hat. Passiert, das passiert jedem, aber das ist jetzt nicht etwas, wo ich sagen muss, okay. Am Anfang. Aber jetzt am Schluss, die haben das also perfekt gemacht, ja. Ja, naja, man muss halt auch sich überlegen, quasi, was die anderen Replays dann auch alles gezeigt haben. Also, wie gesagt, es gibt ja jetzt ein paar neue Regelungen und. Ja, gut, und irgendwann mal ist halt alles voll. Ne? Irgendwo musst du halt mal eine Grenze zumachen, aber es ist schön, dass ich solche Gefechte auch bekomme. Ja? Also, es ist, also ich muss sagen, ich sehe keine. Vielleicht hat Jolda was gesehen, aber ich habe nichts gesehen. Also für mich war das ein einwandfreies Spiel. Ja? Also von dem her wunderbar. So, dann haben wir King of Noob Warrior mit seinem Centurion. Auch eigentlich ein guter Panzer, der von vielen unterschätzt wird. So ein bisschen quasi der Leo PTA der Brit. Die Farben vor Tano natürlich. Ja. Ja, wie gesagt, Farbe einmal ist halt umgekippt in der Werkstatt. Ja, genau. So schön in den Busch hier und zeigt nochmal ein. Was hat der jetzt geschossen? Kann das ja auch PC, oder? Hash die, vielleicht. Ja, Hash. Ich habe gerade auch nur das Geräusch gehört, wie er gewechselt hat. Ja. Dann denke ich, war das Hash. So, er merkt halt, dass sie hier nur zu zweit sind. So. Er merkt allerdings auch, dass er da in der Mitte schon durchschießen kann. Schön noch, wie er nach jedem Schuss kurz nach links guckt, um zu gucken, ob die Gegner noch da sind. Ich weiß nicht, was die Gegner gerade machen. Ja, jetzt muss er aufpassen, ne? Ja. Gerade weil hinten wahrscheinlich ein Tele drin steht, kann er nicht einfach vorfahren. Jetzt hat er gewechselt auf nein, bleibt bei APCR. Oh, Kuckuck, der nächste Level. Ja, er hat noch versucht, den Team zu schielen. Also sie müssen halt schon aufpassen, ne? Ja. Er weiß halt, wenn sein Teammate stirbt, dann sieht es für ihn nicht gut aus. Nee. Weil dann ist er alleine. Aber das ist auch was Schönes zu sehen, dass man quasi. Ja, ja, er braucht die Kanone noch. Er braucht halt seinen Kollegen, ja. Aber das Gegnerteam scheint aber auch irgendwie nicht daran interessiert zu sein, auf den Kollegen zu schießen, ne? Also der könnte, glaube ich, raus sein schon. Sein Teamkollege. Wenn die Gegner schlauer anstellen würden. Schade. Bounce doch recht viel auch, ne? Aber ist halt der Turm. Und die Kette. Er hat,
Also ich habe das Gefühl, er hat die Empfindlichkeit hat er extrem hoch, ne? Die Kamera empfindlich. Sehr schön. Aber das macht ja jeder, wie es für ihn am besten ist, mit Empfindlichkeit. Das war Pech. Ja, aber sein Teammate hat krass. Jetzt hat er noch 2 Minuten länger überlegt, ne? Gut, da hat der Pantera jetzt keine Chance mehr. Ja. Er muss halt jetzt aber auch so langsam wieder aufpassen. So, das ist ein Fehler gewesen vom WZ. Schade. Jetzt hätte er den WZ abschnacken können. Ja, er ist sich halt nicht sicher, wo der TD steht. Jetzt weiß er. Ah, der wollte zu ihm. Sehr schön. So, die Punkte sind halt jetzt ein bisschen kritisch. Also entweder er capt jetzt, oder sie nehmen halt den noch ganz schnell was. Ja gut, er scheint sich aber nicht großartig vom Fleck bewegen zu haben. Und er kann jetzt immer noch cappen, das ist nicht das Problem. Die Kette und angezündet. Noch angezündet. Und ja, Problem gelöst. So geht das auch. Ja. Fünffach. Weniger Schaden wie die Replays vorher jetzt, aber erstens ist es Stufe 9. Und zweitens fand ich das jetzt auch vom Teamplay her extrem schön einfach. Also 5 Kills, was willst du mehr? Wie gesagt, ja. Schaden ist nicht alles, ne? Aber, boah, schön gespielt. Im Endeffekt wirklich sehr, sehr schön gespielt. Einfach dort, also ich würde hier wirklich noch ein bisschen die Empfindlichkeit runterschrauben. Also da hast du gesehen im Nahkampf, da war, oder sogar das Auto-Aim, er hatte, glaube ich, das Auto-Aim an. Ja, dass da, dass er dort, ein bisschen rumspielen sollte, ein bisschen experimentieren, ja, wie das Ganze geht, ja. Also er könnte es optimieren, sag's mal so, ja. So, der BZ von den Roten, der Jagdtiger, Pantera, der 111er BZ nochmal und dann der Standard B, IS-8 und Centurion. So, ein durchschnittliches Team. Dann der Standard B von seinem Team. IS-8. Conquera. Rheinmetall. Centurion. Und IS-3. Also er hatte das schlechtere Team. Ja. Er hatte ein bisschen das schlechtere Team. Gut, er hat 23.000 Gefechte, ja. Also, ja gut, also ich muss. Aber er hat's, aber auch sonst. Er hat's wirklich, also da gegen diese drei Typen gespielt und praktisch alleine, ja. Ja, das stimmt. Ja, also da muss ich sagen, da hat er, also wirklich, das hat er, das muss ich ihm hoch anrechnen. Nur ich hätte da. Und dabei hat er sein Teammate noch geschützt. Das muss man auch noch dazu sagen. Ja. Da muss ich sagen, das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das Einzige, was ich da wirklich noch machen würde, ist die Empfindlichkeit ein bisschen runterschrauben. Mal testen. Also ich empfehle dir das mal, teste es ein bisschen aus. Und sonst schreib es in den Kommentaren, was du hast. Vielleicht kann dir der eine oder andere etwa einen Tipp geben oder so. So, dann haben wir den Niklazorn mit deinem Chieftain. Bin ich gespannt. Vom PZ. Schöner Panzer. Und schöne Map für den Panzer. Mhm.
So, move out, let's go, ne? So, fahr natürlich direkt Mitte. In die Mitte. Kann er machen mit dem Richtwinkel. Passt durch perfekt. Ja. Zu dritt ist halt ein bisschen viel, ne? Ja. Ja, vor allem die zwei da, ja. Sieht man's auch schön. Ja. Ja, die da haben beide gefressen und die anderen nichts, ne? Ja, da kannst du nur lachen bei sowas, ne? Ja gut, aber easy musst du trotzdem nicht reinschreiben. Was der Gegner da jetzt gemacht hat. Ja, also da hat er wirklich, also der Wickers. Eieiei. Halt ist der Progetto Noobs reingeschrieben. Habe ich das gerade richtig gesehen? Was? Halt ist gerade der Progetto Noob reingeschrieben. Von den Roten? Nee, von meinem eigenen Team. Keine Ahnung. Gestorben ist. Möglich. Ja, er ist wirklich selber schuld, der Wickers. Aber egal, es geht ja nicht um ihn, ja. Es sind einfach lustige Sachen. Das ist halt aber so Blitz. Das ist einfach Blitz, weiß ich mein. Typisch einfach. So, bis jetzt noch nicht so viel passiert, ne? Nein. Also bis natürlich auf die, sagen wir, besonderen Umstände des Teams. Er ist sich halt unsicher. Er sucht sich gerade noch ein Ziel raus. Und genau, jetzt kannst du da. Zack, tschüss. So, mal ein Problem gelöst. So, naja, er kann eigentlich. Oh, genau. Zack, oh, das war jetzt aber. Ja, der war ja gerade um sich drehen, also. Zack, ah, schade. Mhm. Na, jetzt Achtung. Er ist am Heck vom Tiger 2 abgeprallt, du. Glück muss man auch haben, ja. Ne? So, stell dir den. Denk halt, er wäre irgendein Superheld, der einfach überall rein. Der nächste hier. Die wollten einfach den Tiger raushaben, ne? Ja. Ja, jetzt muss er zurückfahren, du. So, zack, ui. Das war jetzt ein bisschen glücklich. Also, er steht mir ein bisschen zu viel auf offener Fläche, ne? Er hat halt Probleme am Anfang auch damit gehabt, quasi sich zu entscheiden, ne? Ja. Ei. Na gut, irgendwo muss man was fressen. Und er hat ja noch genügend Kacke. Jetzt wird es halt ein bisschen schmerzhaft. Ja. So, und jetzt muss er aufpassen, der ist geladen. So, ich hätte halt jetzt an seiner Stelle erst den E1 herausgenommen. Der ist ja One-Shot für ihn. Das wäre vielleicht schlauer gewesen. Oder zumindest mal ab, dass er sich nicht gleich noch einen Schuss gibt. Aber das würde ich jetzt zeigen, ob mein Weg richtig gewesen wäre oder nicht. Sozusagen. Also schießt er trotzdem seinen Schaden. Ja. Oh, das war jetzt aber lucky, ja? Für dass er nicht im Zoom ja, war. Er hat ganz kurz reingezoomt. Und dann ist er aber direkt wieder rausgegangen. Ah, siehst und du dann jetzt? Hat er erst gedrückt. Hm, ja gut, aber das war wieder glücklich. Also muss man sagen, hat sich im Endeffekt gelohnt, dass er nicht auf den Ernst gegangen ist. Mhm. Aber das war halt jetzt einfach nur Glück. Solange er sich jetzt keine mehr von mir entfrisst, braucht er seine Entscheidung auch nicht zu bereuen. Er könnte halt jetzt wieder vorfahren, ne? Quasi auf diesen anderen Hügel da wieder in der Mitte. Ja, jetzt müsste er, er muss in die Mitte. Ja. Dann jetzt müssen sie alle gucken, ne?
Ah, die Weitsicht ist, es reicht nicht bis zur roten, was hat der? 250 Meter, also es ist zu wenig, ja. Oder zwei, nein, oder sogar weniger. 230. Naja, aber jetzt weiß er, wo der Gegner mitfährt. Ja gut, das war jetzt halt ohne wirklich zu sehen. Aber er weiß jetzt, dass zumindest sicher einer da unten ist. Die Frage ist Da sind jetzt, zwei, wer? da sind zwei, da sind zwei. Du siehst, wie schnell die Ah ja, stimmt, Basispunkte ja. quasi. So, jetzt macht er hier 200 IQ Move. Wenn er Glück hat, war er wieder zu, dann ist es wirklich ein krasser Ruf. Ich weiß nicht, ob er gezählt hat, ob er zu ist oder nicht. Aber wir Ach. werden. Ja, schade. Ui. Oh. Sehr schön. Ja gut, die Maus ist irgendwie ein bisschen überfordert gerade mit dem Bitte. Ah. Tschüss. Ganz schön gemacht. Ja, das komm, Glück, komm, dass komm. Die Wasser stehen, ne? Das macht die viel langsamer. Und die sind ja eh schon langsam. Also wäre der E100 nicht im Wasser gestanden, hätte der bestimmt noch einen Schuss bekommen. So, einen kann er nicht auf die Fersen. Warte. Ja. Wo ist sein Teammate? Wo ist sein Teammate? Als ist er jetzt allein. Hat man aber gemerkt, hätte er den E1 doch rausgenommen, weil jetzt hat er sich nämlich die Rakete gefressen. Und jetzt wird es ein bisschen eng. Dann musst du es irgendwie jetzt noch machen. Schade. Au. Oh. Die Zeit abgelaufen. 7000, ja, jetzt hätte wäre es doch besser gewesen, ja. Mhm. Aber trotzdem 1086, du. Ja. Aber das sind immer so Entscheidungen, die triffst du in einer Millisekunde oder denkst du dann noch nicht weiter nach. Ja. Das ist ja auch völlig in Ordnung so. Also, wenn du jedes Mal 30 Minuten Zeit hättest zum Überlegen, so, ja, logisch. Wäre das Gefecht nie zu Ende. So, das war die Maus. Der T57. Jagdpanzer E100. Der E1. Sheridan. Standard B und IMX. Sein Team, der Progetto, T30, STI, E75, Sherry und der Wickersleit, der sofort geplatzt ist. Ja, der platzt öfter sofort. Im Verhältnis gesehen hatte ich jetzt das Gefühl, er hätte ein bisschen das bessere Team gehabt, aber ich denke, nee, es ist von der Winrate her ein bisschen ausgeglichen. Ja, ja. Es war ausgeglichen. Einfach, was es nicht gebraucht hätte, ist, dass der Sherry und der Vickers da oben geplatzt sind. Ja, das war eigentlich. Ja, klar. Ja, die haben keinen Schaden gemacht. Und das war vielleicht genau das Maß. Das Entscheidende, ja. Wo halt, ja. Er hat es eigentlich gut gemacht, ja. Er ist in die Mitte, gut, er war lange unschlüssig, aber diese kleinen Fehler, die haben ihm quasi das Spiel, hat ihm das Spiel gekostet, ja. Also vor allem der E1, der hätte wirklich raus sollen. Ja, jede Kanone, die weg ist, ist, weil der Sheridan ist dann quasi eine Nervensäge, ja. Ja, klar. Er hätte aber am Anfang früher was machen sollen, also er hat wirklich eine Minute ja quasi gar nicht geschossen gehabt. Mhm. Und es ist halt verlorene Zeit. Ja. Ja. So, und jetzt haben wir einen Jagdpanzer E100 von No Fun For You. Ist bei KUBS. Und bin gespannt. Ja, mal gucken, ne? Ja. No Fun For You. Mal gucken, ob sich das jetzt auch bewahrheitet, ob der Gegner Spaß hat oder nicht. Los geht's! So, ist schon mal eine Sache, die nicht schön ist, wie das Team fährt. Ja. Das ist schon mal gar nicht. Die fahren wahrscheinlich jetzt alle nach links und campen sich dann irgendwo auf dem Hügel da ein.
Das ist natürlich Nische. So wie es aussieht, wird er aber bei C gar nicht so viel gestört werden. Oh, Weil schau genau mal, in meinem schau Gegner mal. drin ist. Ziele ohne Ende. So. Zack. Aua. Aua. Aber schön geil. 1052. Was ist jetzt zum Beispiel direkt sehe, er hat keine einzige Hit dabei, ne? Ja gut, die Frage, ja, so eine, Also zwei. klar, im Endeffekt bräuchtest du die am wenigsten nehmen eher 100. Man merkt man es eher 100, aber Er ein, zwei bewegt sich die mitnehmen ist ganze vielleicht doch gut. Zeit. Und tschüss, Leo. Er hat halt eigentlich eine perfekte Position, ne? Ja. Also Pulldown, die Unterwand ist versteckt und viel mehr kann man dann da auch nicht machen als Gegnerteam. Soll geduldig, doch nicht. Zack. Jetzt ist er offen, aber das braucht ihn nicht großartig zu interessieren. Müssen hier keine Augen schießen. Hier ist jetzt eher das Problem, dass sein Team so langsam. Ui. Sehr schön. Ja, er musste schießen, ja, Ja, bevor klar. er weggeht, ja. Das war jetzt wirklich. Oh, schau mal. Sieht richtig lecker gleich. Okay. Er ist nicht offen. Er ist nicht offen. Es tut dann auf jeden Fall weh, ne? Hier hätte wäre zum Beispiel eine Heat ganz heftig gewesen. Ne? Ui, tschüss. Da. Ja. Der hat den gerade noch so gesehen und dann war Ja. es auch vorbei für ihn. So, Kuckuck. Ah. Gut, du. Ui, aber ganz Oh, knapp, ne? Pixelshot, ja. Das war wirklich knapp. Ja, aber jetzt muss er aufpassen, du. Er darf halt keinen eigentlich an ihm vorbeikommen lassen. Ah, ja, gut, jetzt ist es Ja. eigentlich. Wenn sein Team mit ihm mit sich, Tausende, sein du. Team mit ihm mit sich helfen, dann ist es Ja, er gelaufen. ist halt alleine. Ja. Aber er macht's gut, ja? Er nimmt den Ja. Stein. Ui, nice. Da stellt sie sich halt quasi beide so hin, wie er sie gerade braucht. Also er versucht immer zu beiden den Winkel zu haben. Und wie man sieht, funktioniert das auch sehr schön. Zum Glück kam noch Zack, Team sein hat ihn Teammate. abgehauen. So, zack. Ja. Schade. Da war das Team halt ein bisschen zu okay. Boah, der ist abgeprallt. Ui. Sei die verlieren sie doch nie, oder? Bitte nicht. Nice. Das Objekt lebt ja noch. Ja, aber auch gebaut. Ei, ei, ei. Jetzt haben wir nette Gegner gewinnen müssen. So. Naja, die werden, da wird sie jetzt wahrscheinlich einfach mit Caps runterspielen. Einfach nur Geduld haben, warten und das Spiel ist gewonnen, ja. Na klar. So. Genau. So die einzigste Ausrede, damit man wirklich campen darf. Er kann ihn C campen lassen, so bringt er sich dann. Fuck gewonnen. Ja, 8, 2. 8200. Hey, das ist ja Wahnsinn. Eieiei. Und so viele Basis-XP, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist auf jeden Fall Wirklich krass. gut gemacht. So, die Maus von den Roten. AMX. Jagdpanzer 100. Der Alpha. Patton. E100 und der Leopard, sein Team,
Der 57er Heavy, Rocketto. Das Objekt, das noch überlebt hat. Der Kinderwerfer, der 215B. Dann der WZ und Leopard. Ja, also von dem. Da war jetzt ausgeglichen, da sehe ich jetzt nicht wirklich irgendwie. Keine Ahnung. Also es war ein ausgeglichenes Spiel, so, ja. Ja, finde ich auch. Ja. Er hat's. Also ich habe Fehler keine gefunden. Was man halt sagen könnte, wenn man etwas bemängeln wollte. Er war halt am Anfang eigentlich die ganze Zeit nur auf einer Position gestanden. Aber ihm hat es ja im Endeffekt geholfen. Ja, also gut, was willst du? Du kannst ja nicht irgendwie einfach schnell Posi wechseln. Das geht ja nicht, ja, mit diesem Panzer. Also das ist. Wobei er es natürlich auch ein bisschen herausgefordert hat, wenn auch wenn das Team auf die blöde Seite fährt. Er hätte natürlich trotzdem im Krieg fahren können. Mhm. Aber im Endeffekt hat es ihm ja geholfen. Ja. Das war dann eine glückliche Entscheidung. Ja. Ja. Nee, also mir hat's gefallen. Mir hat's wirklich gefallen. Ja. So, und jetzt haben wir ein VK 101P von Sir der Wilds. Ja, und den Panzer sieht man mittlerweile auch nur noch relativ selten. Ne? Ich meine, so ziemlich vieles oder alles ist halt besser auf Stufe 8 im Heavy-Bereich. Ja. Also, wenn mich einer fragt, Tiger 2 oder VKP, Tiger 2. Ja, logisch. Wenn mich einer fragt, 252U oder VKP, 252U. Wenn mich einer fragt. Wobei der einzigste Panzer, der vielleicht gleich schlecht ist, in Anführungszeichen, wäre der IS-6. Ja. Wobei den auch viele erstaunlich klar spielen, obwohl der von den Stats her eben eigentlich. Gut, sie haben ihn ja ein bisschen gebufft, ja? Ja, aber der Buff hat ihm jetzt auch nicht viel gebracht. Also die 10 mm, die spürst du fast gar nicht. Ne? Ja. Aber hast du gesehen, dass das schnell hat ihm 500 Schaden gekostet? Der Alpha ist halt. 460 auf Stufe 8 ist schon schön so. Ja, gut schön. Ah, die Kanone ist halt schon heftig, ne? Ja, macht halt Lauer, ne? Ja. Und nochmal Lauer. Ja. Jetzt muss er aber aufpassen, dass nicht alle da reinjohlen, ja. Ja gut, er kann halt natürlich Sidescrapen, ne? Wenn der Panzer was kann, dann ist er Sidescrapen. Und tschüss. Und er ist ja nicht ganz alleine im Moment. So, da ist halt rot. Er hat halt auch nicht viel Pen, ne? Ja. Dafür, dass gut, er hätte ja Gold probieren können, ja. Ja. Das hat er nicht gemacht. So, guck. Weil das ist auch komplett feuerrot, ne? Dafür macht's da auch. Hätte aber nachher eh drauf schießen können. Er schießt gerade momentan only AP, ja? Ja. Na gut, manche mögen es einfach nicht, Munition zu switchen. Das war bei mir früher genauso. Da ging voll durch ihre Panzerung. So, am besten in den Facer jetzt, ne? Und dann irgendwie versuchen, die große Kuppel zu verstecken. Gun am besten nach oben, genau. Immer versuchen mit der Gun quasi die Kuppel zu blockieren.
Oder eben die andere Gun. Na gut, da sieht man zum Beispiel, er hat seine Gun nicht blockiert bekommen. Und dann frisst er sich den Schuss dann, weil die Kuppel ist halt echt riesig. Jetzt aber bitte eine Haie auf den Skorpion. Oder du nimmst den raus, genau. Da könnte er auch mit Haie drauf schießen. Da kannst du mit Haie hinten in den Turm und hinten auf den Panzer selbst auch drauf schießen. Da kann sogar ein Stufe 7er Light Haie drauf schießen. Also das ist wirklich nicht so gut. Jetzt hat er eine Haie geladen. Jetzt sind sie halt gesplittet, das ist das Problem, ja? Oh, help, ja. Ja. Ah, genau, winkel ich an. Ui. Ah, das war, da hat er eh eine Haie geladen gehabt. Hätte er zur AP switchen müssen und quasi ruhiger spielen müssen. Ich glaube auch nicht mehr, dass die das Gefecht gewinnen. Also die haben einfach zu viele Punkte dafür. Der Rheinmetall, keine Ahnung, was der gerade übt. So, HE. Tag. Vielleicht kriegt er einen Ramkill jetzt. Das wäre natürlich sehr schön. Schade. Schade. Aber der Rheinmetall ist anscheinend doch irgendwie wach noch. So. Ja gut, jetzt wird er da drauf schießen. Oh nein, doch nicht, genau. Macht er will ihn noch, er will ihn noch killen. Ja, und der Skorpion lässt sich halt killen. Ja. Weil wenn sie es so dennoch rausbringen, dann hätten sie es noch gewonnen. Aber jetzt müssen sie sich beeilen, ey. Ja, das wird nichts mehr. Nein. Aber es war ein schöner Versuch. Schade, weil das Team da einfach irgendwie gepennt hat, du. Ne. Schade, schade um das Gefecht. Es hätte ein Win sein können. Ja, wirklich schade. Ja, aber verloren ist verloren, ne? Na. So. Aber es geht ja nicht immer nur ums Gewinnen. Ja, das ist das klar. Das wissen wir seit der YouTuber-Challenge. So, der Experimental. IS-5. Löwe. Die Su-130. Der 301, Pantera und T28. So, dann sein Team, IS-5, Iru, Centurion, Rheinmetall, AMX und der Chimera. Die hatten ein Team, also er hatte in seinem Team eher jüngere Spieler, also von den Gefechtszahlen her. Die Roten, also die Roten waren eher so 20 aufwärts, 50 oder 90 habe ich gesehen. Und er hat eher so ein bisschen solche, die noch unter 10 waren. Ja. Naja. Also aber sein Account selbst, wenn ich mich recht erinnere, ist auch gar nicht mal so alt. Er hat 91.000 Gefechte, ja. Zu meiner Verteidigung, es gibt mehrere Sirs im Kopf und es gibt auch, glaube ich, den einen oder anderen Wild. Also, keine Ahnung. Ist quasi Clanleiter oder Co-Clanleiter und deswegen ist er auch in den anderen Subclans quasi vertreten. Okay. Und da hat er zum Beispiel, glaube ich, auch irgendwo ein Reroll drin oder sowas. Mhm. Zu meiner Verteidigung jetzt. Ja, also, ja, ja. Okay. Haben verstanden. Mich, ja. Echt fett. So, wir haben Legend Jesus. Und zwar. Das ist der super neue TD, weil. Mit dem Objekt 140. TD, weil der fährt ja sonst nichts. Mal sehen. Doch, doch, er fährt schon auch anders. Ja. Aber ich bin gespannt. Am ist er natürlich für die TDs, ne? Gerade für den E100. Der ist ja auf deinem Channel damit so eine richtige Legende. Er hat ja ein bisschen Ping gesehen. Hm.
Kuckuck, ne? Aber sein Team fährt schön mit. Der Foch fährt auch recht aggressiv. Das ist jetzt natürlich mit Risiko aufgehaftet. Oh, schade. Das ist ein bisschen chaotisch alles gerade. Ja, alles auf einem Haufen. So ein... Na, er will, er wollte ihn ketten, ja. Ja. So, aber wie gesagt, da kann er hinten Haie reinschießen. Und an die Seite glaube ich sogar auch. Okay. So, also jetzt bis jetzt im Platoon zusammen haben sie es sehr gut gemacht. Oh, sehr schöner Schuss. Hey, ja, und da hinten gibt es auch schön Damage, ne? Da muss er sich gar nicht um den Low HP da kümmern. Da fährt dann direkt hin, wo die großen Fische sind. Muss aber aufpassen, da die Maus war noch. Schade, weil es ja track. Ja, aber nach zwei glücklichen Schüssen, da muss noch ein Unglücklicher dabei sein. Ja. Angezündet, tschüss. Und tschüss. Einer kann er sich locker fressen, ja. Ja, er ist zu geizig, sich die Kette zu reparieren, du. Er wollte aber auch erst nicht für den Kill gehen, ne? Er wollte lieber den Schuss geben. Ah, der Legend. Ja, das war doch auch mal nicht schon. Also... Für mich ein reines Chaos-Gefecht. Ja, also im Endeffekt, die zwei haben eigentlich ganz toll gespielt, ja, muss ich wirklich sagen. Also die, ich glaube, die spielen nicht so das erste Mal zusammen. Nein, die spielen öfter. Okay. Ja, also denke ich zumindest, von wie die gespielt haben. Ja. Also die wussten schon, um was es geht, ja. Die waren bestimmt auch im Boys zusammen oder so. Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ich muss mal sehen, ob ich den Legend zu mir ins Voice bekomme. Ja, mal sehen. Ich möchte mit dem mal TD fahren. Ja, doppel Jagdfahrzeuge. Ja, gut, den habe ich noch nicht, aber ja, mal sehen. So, die Roten. Der FV. Theoretisch hast du den aber, ne? Ja, auf dem Press-Account, ja. Ja, genau. Ja. Dann die Maus. Der hat nicht viel gemacht, die Maus. Ja. Ja, der war, hat sich nicht eingebracht. Badget. Progetto. IS-7. Und STB-1. So. Dann. Sein Teammate kennen wir ja. Dann das Objekt. Leopard. Noch mal schauen, Leopard, dann die IS-7, IS-4 und der E-100. Ja, ich glaube, das ist alles ein bisschen ausgeglichen, obwohl sie hatten hier noch etwa einer, der war eher unterdurchschnittlich, aber im Endeffekt war es ausgeglichen. Ja. Ich meine, was ich halt krass finde, ist so, dass einfach 6 vom Gegnerteam nicht mal 1000 Schaden gemacht hat. Ja, also das zeigt einfach, wie schnell das Gefecht rum war und wie chaotisch das war. Also ich sag's mal so, die wichtigen Kanonen waren nicht dort, wo sie sein hätten sollen, bei den Roten. Und das ist natürlich ein Problem gewesen bei denen, ja. Und das haben die natürlich schamlos ausgenutzt, ja. Mhm. Weil Maus war in der Stadt, DS7, bei DS7 waren in der Stadt und die anderen wurden halt einfach zusammengeschossen, ja? Ja. Da kannst du nichts mehr machen. Aber im Endeffekt sehr schönes Gefecht. So, dann haben wir einen AMX 50, 120 vom Killer Peter Nummer 1. Wo ist Nummer 2?
gibt es bestimmt dann auch, oder? Wenn es Keine den Keller Ahnung. Peter nochmal gibt. Die Namen sind halt immer lustig, ja. Nein, das stimmt. Ohne Er Tarnung hat, aber ja unter eben, wollte ich sagen, der hat keine ihm. Tarnung drauf. Das heißt, entweder fällt er sehr aggressiv und braucht die Tarnung eh nicht, oder das Konto ist ein bisschen leer. Jo. Naja, APCR hat er immerhin schon mal dabei. Das ist vielleicht auch so ein, der gehört dem Chillaxor-Kult an, weißt du? Keine Ahnung. Vielleicht hat er einen Club, von dem wir nicht wissen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. So irgendwie wir gegen Tarnungen oder so. Und Chillaxo ist natürlich dann der Leiter von diesem Club, weil wer auch sonst. Und dann hat er da seine Mitglieder. Club der Tarnlosen. So, jetzt kann er sich hier nicht einbringen. Das ist natürlich jetzt ziemlich schade. Na gut, er versucht halt mit dem Busch zu spielen, aber hat keine Tarnung, ne? Also, das ist halt ein bisschen. So, guck mal, da gibt's auch Ja. gefunden, das weiß ich. Jetzt muss er aber schleunigst helfen gehen. So, meine Mom kam kurz rein und hat gemeint, ihr geht jetzt schlafen. Um 21:30 Uhr kann man machen, muss man aber nicht Na? machen. So, jetzt, komm. Die S4 ist ja noch Stock. Also hat den Na. Stockturm drauf. Man ist an dem Reload, ne? Also, ISC kann gar nicht Stock sein. Passt nicht. Ah, stimmt ja, da kann ich gar nicht. Ich habe gerade auch erst überlegt, warte, ISC Warte, ist ja, Stock. stimmt, der hat ja gar keinen zweiten Turm. Ja. Welche Panzer war denn Das war das? beim IS-8. Ah, stimmt, die S8 hat diesen Turm, ja, stimmt. Und beim STI gab es es auch. Also STI ist ja der Vorgänger vom IS-4. Aber der IS-8 hat ja auch zwei Türme. Die haben beide zwei Türme. Und beim STI ist es aber so, dass der zweite Turm wirklich deutlich krasser ist. Beim Ja. IS-8 macht es jetzt nicht so den Riesenunterschied. Zumindest nicht so sehr wie beim STI oder STI-1. Angezündet und tschüss, Und Grille. tschüss. So, komm, einen Schuss hast du noch. Ja gut, der geht direkt wieder in Reload. Schade. Ja, jetzt steht er alleine hier. So, wie tut er das managen? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Genau, ja gut. Drauffahren ist halt nicht die richtige. Er muss der Wobei, andere, okay. er muss der andere rausholen. So, jetzt kann Ja. er natürlich spielen. Der drückt ihn noch schnell. So. Und Jetzt die jetzt, wie Frage ist viel halt auch, hat wo er der noch? Standard B. 1002. Nein, das Jetzt ist noch weiß ein er, wo es ist. zweiter. Ein Standard B ist Ja, ja der noch. Standard B. Aber er weiß jetzt, wo der Standard B ist. So. Warte, bis du vollgeladen bist und dann drei Schüsse und dann weg. Der scheint auch ein bisschen verloren zu sein. Komm, komm, komm. Das Sehr schön. Problem ist. Ui, schön, schöner High Roll, der war wichtig. Aber der Standard B, der lebt natürlich noch, ne? Und der müsste eigentlich auch wissen jetzt, wo der Arm ist. So, was er halt jetzt machen kann, ist rechts hochzufahren und den Busch zu benutzen. Auch wenn er keine Tarnung hat.
Er weiß halt gar nicht, wie viel HP der Standard-B hat. Nee. Das ist das Problem. Ja, er muss riskieren. Das geht nicht anders. Geht nicht anders. Er kann jetzt einfach. Er fährt aber nicht durch die Basis, um seine Position nicht preiszugeben. Das hat er jetzt schön gemacht. Aha. Na, guck, guck. Schön Game. Okay. So geht's auch. Oh. Also, für das er keine Tarnung dabei hatte. Ja. Dafür war das doch ganz ordentlich. Ja, war es jetzt doch noch wirklich okay. Ja, also. Er ist entschuldigt. Er ist entschuldigt. Entschuldigungszettel ist ja vom Doktor ausgeschickt. So, die S8 von den Roten, dann die Grille. Ui. Ja, und dann der Sherry. IS4. Patchet. E4. Und Standard P. Okay. Ja, gut, der ja steht öfter rum. Ja, er kämpft sehr viel. So, sein Team, Grille. Standard P. T57er Heavy, E1, die Su 122 und das Objekt. So. Ja, kann man machen, ne? Ja, also eigentlich gut gemacht. In, in Anführungs- und Schlusszeichen. Also es gibt da schon, ja, sagen gut, er war am Anfang einfach vorsichtig, ja. Er war wirklich halt vorsichtig. Aber ich hätte jetzt da zwei, drei Sachen anders gemacht, aber das ist halt natürlich immer die Spielweise, ja. Aber er hat es gerissen, ja, ja. Er hat es gerissen. Ja. Das ist das Wichtigste. Aber ja, am Anfang, vielleicht war er sich einfach gut unschlüssig, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber so hat jeder halt seinen Spielstil und vielleicht für ihn ist das so okay und hat Erfolg damit, ja. Du kannst ja auf diese Art und Weise auch Erfolg haben, ja. Aber ist natürlich auch die Frage, auf welche Kosten, ja, denn das geht, ja. Mhm. Ja, das stimmt. Aber er hat es gut gemacht. Also er hat wirklich die Schüsse ganz gezielt eingesetzt. Er ist in Reload gegangen und wo es nötig war. Er ist weggefahren, wo er gewusst hat, ja, oder noch einen Schuss im Clip. Er musste noch den Pantera, Standard B. Ja, genau, den musst du noch wegräumen, damit er einfach diese Kanone weg ist, ja. Das musst du auch zuerst mal machen, ja. Das macht auch nicht jeder, ja. 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 Von dem her passt es okay. Also passt ziemlich gut. So, jetzt haben wir den nächsten ist der Progetto M40. Und zwar von Schnitzelgold. War B1. So, und der wurde ja auch über etliche Male, okay, nicht über etliche Male, aber er war ja bei Release auch eindeutig besser, wie er jetzt ist. Was? Der Progetto. Ja. Wobei er natürlich immer noch ein schöner Panzer ist. Ja, also er ist immer noch okay, also. Wenn du weißt, was du machen. Im Moment muss man sagen, so von den Mates und so, die sind eigentlich im Moment relativ ausgeglichen. Also, ja. Ich würde mich jetzt schwierig tun, zu sagen, es gibt den absolut besten Medium-Panzer im Moment und es gibt den absolut schlechten Medium-Panzer. Damit würde ich mich im Moment ein bisschen schwer tun. Ich sehe da eher andere Probleme, die es im Moment gibt im Balancing, aber bei den Mates auf Stufe 10 finde ich das eigentlich recht ausgeglichen.
Die Mumpeln fliegen ein bisschen langsam. Ja. Ja. Naja, dann kannst du ja auch Zubehör reinmachen und so. Das ist dann auch immer die Frage, was hat man da genau reingemacht, was nicht. Da, Kuckuck. Ui. Die bounce da weg. Und tschüss. Das ging relativ zügig, ja? Ja. Was kriegt er denn? Ja, der fährt sicher wieder Ja, rückwärts. der wird bestimmt rückwärts fahren. Der hat sich ja von vorne eine gefangen. Versucht das? Ja. Und er wird belohnt. Ja, da muss er gar nicht frontal zugehen, also das ist die. Komm, 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 gib ihm. Sehr schön. Und jetzt muss er halt weg damit. Ja. Gleichzeitig darf er sich aber auch hier nicht treffen. Autsch. Ei, das tut weh, das tut weh. Aua. Oh, Ja, da jetzt kam hat man er, den jetzt jetzt raus. muss er weg. Nimm den raus. Jetzt. Das war jetzt glücklich, wieso er den anderen nicht rausgenommen hat, kann ich dir nicht sagen. Ja. Halt den Hat zu wahrscheinlich penetrieren ist halt schwierig, ne? mit Gold in die Unterwanne hätte das eigentlich schlafen müssen. Ja, komm, durchladen, 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 genau. Jetzt. Sehr schön, er hat schön gewartet. Ja, also wenn du so kurz vorm Durchladen bist, dann macht das eigentlich keinen Sinn, den Schuss zu vergeuden. Sehr schön. Jo, ui. Gut, da war ich Jetzt kann er ziemlich. aber noch mal ein bisschen geduldig sein. Ja. So, noch So, weil mal noch ist es ja nicht durchladen, gewonnen. durchladen, durchladen. Oh, jetzt gibt's halt Ah, noch mal. jetzt hat er Probleme, ja. Dann muss ich, ja, ui. Sehr schön, sehr schön. Das haben wir auch ein bisschen Glück dabei. Ja. Aber das braucht es manchmal auch, ne? Ja. Aber jetzt kann er locker durchladen. Naja, Muss warte mal, halt wie warten. sentimentisch jetzt Ja. abfahrt. Muss warten, bis er geschossen. Die haben ja keinen Stress, ne? Zwei Na Caps. klar. Er hat den Stress. Aber er will auch nur ihn, ne? Der Teammate steht direkt vorne dran und das wird gut. Da komm, geduldig. Jetzt. Ich grad, nee. Ich wollte gerade sagen, was war jetzt los? War der Ping? So, oder? Ja, trotzdem gewonnen, ne? Ja. Sechs, sieben. Ja, kann Wahnsinn. man machen. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. VK? Objekt. Grille. AMX50B. E1, E3 und VK4502. So, und sein Team hatte der 1, der VK, Foch, Grille 215B und der WZ. Ja gut, der hat anscheinend eine sehr, sehr schlechte Ja, der ist Runde. der. Glaubt, der hat der Amorek oder so. Irgend Ich. sowas bestimmt. Ja.
Oder Ping oder Keine so, Internet ist Ahnung. abgeschmiert. Ja. Aber er hat es im Endeffekt schön gespielt. Er hat es wirklich sehr schön gespielt. Von Ja. der Distanz her, er hat jetzt hier eigentlich alles gezeigt, was dieser Panzer kann. Außer er hat sich da die Zähne ausgebissen mit dem I3, ja. Ja, das stimmt. Es war, er hat ihn schon auf die Kette gehabt, aber ja, leider ist die Beschleunigung von diesem Panzer nicht gerade die beste, ja. 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 Aber war schon ganz okay, also ich muss sagen, hat mir gefallen. So, und jetzt haben wir noch ein WZ-120. Die DPM-Maschine. Ja, Two Beers and Bourbon. Da ist jemand anscheinend sehr, sehr mit alkoholischen Getränken vertraut. Ja. So, mal Ja, und das sehen. muss ja schon was heißen, wenn man das als Nickname nimmt, ne? Ja. Na gut, Also. erstmal will es nicht laden. So, Kuckuck. So, jetzt ist er da. Kurz nochmal ein Schlückchen genommen. fürs RNG. Das kommt ja von nichts, kommt nichts, ne? Was hat Ui, jetzt Ping. das? Meinst du, er hat Ping? Ach, das braucht's nicht. Na. Ich Solche? dachte, sowas wird mittlerweile auch aussortiert. Also jetzt. Ja, eigentlich schon. Ich weiß nicht. Vielleicht wird das Replay aber so krass, dass man sagt, Noob kann man übersehen. Ich weiß es nicht. Wird jetzt zeigen. Ah, es ist trotzdem, es gehört Ja, nicht klar. dazu. Das hat nichts mehr mit Fairplay zu tun, ja. Aber wir haben schon Schlimmeres gesehen, muss man auch dazu sagen. Ja, aber trotzdem, es ist nicht Ja. nötig. Du kannst dich noch so aufregen. Mach dein Spiel und mach das Beste draus, ja. Schau mal. Hello. Boom. Lecker, lecker. 500. Ja. Vorfahren, So. vorfahren, vorfahren, vorfahren. Oder Wiggle, Wiggle. Ja. Klappt auch. Hat der gerade außen Wiggle? Ja. Eieiei. Krass. So, und der nächste. Ja, das war Ah. jetzt ein bisschen doch zu früh. Ja. Ungeduldig. Aber der hat es jetzt noch nicht gecheckt, ne? Kette, schade. Jetzt hat er es aber, glaube ich, verstanden, der Arme. Ach, zwei Schüssen, einem Fast-Treffer und der Hai. Aber das war es jetzt auch okay. So, der am nächsten ist als nächstes dran. Das ist halt gefundenes Fressen, ne? Hai, hai, hai. Da kannst du eine Hai rein. Oh. Nicht so gut. Ich meine, klar, wenn dein Gegner so oder so One-Shot ist, dann musst du da eigentlich keine Hai mehr Ja. reinpfeffern. Außer du hast so Angst, dass dir die AP ausgehen, dass du sie natürlich nochmal. Ja, gut, nach vorne müssen wir mal noch gucken. Kuckuck. Gut, wo dieser Ui. Schuss jetzt hinging, keine Ja, Ahnung. gut, aber er hätte natürlich auch noch zu Ende aimen lassen können. Die Chinesen, die sind ja relativ schnell dann. Ja. Ich hätte vermutlich jetzt auch geschossen, aber jetzt so aus einer betrachterischen Perspektive hätte er natürlich noch kurz sich die halbe Sekunde nehmen können und einnehmen können. Vielleicht so als kleiner Tipp. Und Sehr das heißt schön. wieder. Oh, wow, Schön. wow, 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 schlimm, 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 schlimm.
Der kommt halt. Was? Also im Normalfall kommt er durch. Ja, das bringt halt nichts. Eher durch die Backen dann versucht. Ja, der kommt durch, ja. Backe, bitte. Ja. Ja. So, bitte. Jetzt tut er sich aber ein bisschen selbst in Falle stellen, ne? Also, ja. Ah, versucht durch die Kette. Ja, gut. Ja, es ist reingeklemmt. LOL! Oh, je. Mit Gold sogar, ne? Das war sogar Gold. Bam. Ist 3 Defender. Ah, Black Prince. Schwierig. Der hat halt keine Pen so, aber der hat halt eine DPM. Also wenn der noch ein paar Gold Schüsse hat, dann wird er da wahrscheinlich auch durchkommen. Zumindest durch die Unterwand. Er beachtet den Black Prince aber gar nicht. Er geht da gemütlich erstmal cappen. Ja, er muss ja das stoppen. Ja. So, und jetzt könnt ihr einfach verhindern, dass der den Cap nimmt, ne? Und dann wäre das auch schon gewonnen. Einmal ein Dick Cap. Er darf ihn halt nicht capen lassen. So. Schade, das war ein bisschen zu spät als für ein Dick Cap. Das war jetzt eine schwierige Situation, aber er hat den Druck ist... jetzt. Scheiße. Komm. Scheinbar kommt er da nicht durch. Er ist halt Adrenalin und stark. Sehr schön. Boah. Ja, well played. Wertung, okay. 5-3. 7 Kills. Das kann man auch machen. Ja. Der Rasenei. Gab's. Stahlwand, ja. Sehr schön. Ganz, ganz viele Medaillen. Die Kolobanov. Ganz schön. Ganz schön. Aber krass, wie viele da noch in der Einstufung sind. Also, das muss relativ am Anfang gewesen sein. Von keine der Wertungsseason. Also ist bei 4-2, ja? Ja. Also, no. Und sind die mit 2-2-6. Das ist dann auch gut. Ja. E1. ES3. Defender. Tiger 2. T34. IMX. Der 1375 und der Black Prince. So. Na gut. Und dann Experimental von ihm. Tiger 2. Panther. IMX. Tankenstein. Warum fährt man Tankenstein in der Wertung? Das ist eine gute Frage. Und, kann ich dir nicht beantworten. T20. Also das Gegnerteam war sogar klar besser. Also das Gegnerteam hatte, glaube ich, 5 Leute über 50% und er hatte einen. Aha. Also das Gegnerteam war von der rein individuellen Stärke war das auf jeden Fall besser. Ja. Okay, ja. Ja. Ich sage jetzt eigentlich nichts dazu, weil er halt jetzt am Anfang ein bisschen beleidigt hat und so. Das finde ich eigentlich, das gibt bei mir schon ziemlich einen Minuspunkt so oder so schon. Also deshalb versucht einfach wirklich, egal was ist, macht euer Ding und gut ist, es bringt nichts, wenn ihr die Leute beleidigt. Auch wenn ihr dann das Spiel gewinnt und. Es ist einfach so, ändern kann man es nicht, auch wenn ihr dann irgendwie Noob schreibt oder keine Ahnung. Ändern könnt ihr nichts. Macht das Beste draus. Macht wirklich das Beste draus. Alles andere hat gar keinen Wert, ja.
macht euer Ding und wenn ihr verloren habt, dann kannst du wenigstens zumindest sagen, ich habe alles gegeben, habe noch Schaden rausgeschossen und gut ist, und dann kannst du mit deinem guten Gewissen wieder rausgehen. Ja, und schon wären wir am Ende. Also ich hab's wirklich, also ich waren wirklich tolle, tolle Replays. Die haben wirklich Spaß gemacht. Die haben wirklich Ja. Spaß gemacht. Ja, Ja. man merkt auch, dass es jetzt neue Regeln gibt. Ja. Also viel weniger Beleidigungen im Chat und viel auch qualitativ nochmal von den XP, vom Schaden her und so, nochmal höher angesetzte Replays. Und es ist auch kein Gefarme mehr oder so. Also ich habe Ja. jetzt kein Replay gesehen heute, wo ich sagen könnte, ach, das war jetzt aber nur runtergefarmt. Ja. Also die Qualität an für sich selbst, das Niveau ist irgendwie gestiegen, ja, weil Ne. Yolda hat gesagt, gebt euch Mühe, und das ist wirklich so. Also da gibt es wirklich Leute, die haben halt doch noch den Ehrgeiz und haben sich stetig gesteigert. Also wir reden hier nicht von den 60 plus, sondern allgemein auch die von 50 plus oder untere Hälfte. Also die geben sich wirklich Mühe, ja. Die geben Ne. sich wirklich Mühe. Also die Qualität hat sich gesteigert. Man muss halt manchmal einfach bisschen böse sein oder halt einfach mal sagen, hey, jetzt hebt euer Allerwertesten und gebt Gas. Aber das scheint zu wirken, und das Ziel ist es ja quasi von der PS13, die deutsche Community, das ganze Niveau zu helfen, zu erhöhen, ja? Dass man mit Stolz sagen kann, hey, wir haben hier tolle Leute, ja. Ja. Das ist halt schon das Ziel, ja. Also es sind ja jetzt noch schon tolle Leute, ja. Ja, Es ist, klar. ich kenne ja viele auch schon persönlich, ja, also ziemlich viele. Aber du weißt, was ich meine, ja. Also Ja. man will wirklich jedem helfen, der Hilfe annimmt. Ja. Ja. So, ja, wir wären am Ende. Enrique, vielen lieben Dank. Kein Problem. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt doch etwas noch in den Kommentar zu den Replays. Und ja, lasst einen Daumen hoch da oder so. Oder zumindest drückt irgendwas. Ja, spielt eigentlich gar keine Rolle. Hauptsache irgendwas gedrückt, weil es wird so gewertet. Ja. Und ja, bis zum nächsten bis zum Ja, nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss zusammen. Ciao. -i. Ciao, ciao. Mach Winke, Winke. Genau. Tschüss. Tschüss.